In der Tat, seit Beginn der Gründung unserer Partei war das Thema Geld, Sicherheit der Währung, Stabilität der Finanzen ein Kernanliegen der CSU. Von Franz Josef Strauß, Theo Weigel, Edmund Stoiber, heute Horst Seehofer. Und das ist der große Unterschied zu anderen. Sozialisten wissen nur, wie man Schulden macht, liebe Freunde. Die CSU weiß, wie man Geld zusammenhält. Das ist der Unterschied. Und dies lässt sich auch belegen. Während, ich mache jetzt keine unfairen Vergleiche mit Berlin oder Bremen, liebe Freunde, aber lasst uns einen Vergleich machen mit einem ehedem stolzen Bundesland. Mit einem Bundesland, das früher wirtschaftlich leistungsfähiger war als wir. Mit Nordrhein-Westfalen. Dieses Bundesland macht jede Sekunde 66 Euro neue Schulden und erhöht die Schuldenlast des Landes auf 194 Milliarden Euro. Und der Freistaat Bayern tilgt jede Sekunde 15 Euro und reduziert seine Schuldenlast auf 120 Milliarden alte Schulden. Das ist der Unterschied, liebe Freunde, zwischen Rot-Grün und der CSU-Familie. Und wir freuen uns jetzt sehr, Gerd hat es angesprochen, dass Deutschland dem Vorbild Bayerns folgt. Wir haben zum 10. und 11. Mal in Folge einen ausgeglichenen Haushalt. Herr Ministerpräsident, wir tilgen alte Schulden. Berlin jetzt das erste Mal, und es ist eine große Leistung, die muss man einmal herausstellen, das erste Mal wieder ein ausgeglichener Haushalt. Trotzdem fangen ja schon in der Koalition einige an, wieder darüber zu reden, naja, jetzt ist doch Geld da. Jetzt könne man ja möglicherweise ein bisschen lockerer umgehen und die einen fordern vielleicht doch mehr Schulden und die anderen höhere Steuern. Und da möchte ich euch eines sagen. In Zeiten von Rekordsteuereinnahmen, in Zeiten von Rekordniedrigzinsen, eigentlich die beste Kulisse für jeden Finanzminister in Deutschland. Wer in diesen Zeiten davon redet, entweder wieder mehr Schulden oder höhere Steuern zu machen, hat nichts verstanden. Wisst ihr was? Ich finde, der Staat muss endlich lernen, mit dem Geld, das er hat, auszukommen, liebe Freunde, und nicht immer den Bürger erneut in die Tasche zu greifen. Und deswegen setzen wir klar und vehement auf eine solide Haushaltsführung in Bayern und Berlin und wehren uns gegen jede Form der Steuererhöhung. Jede Form. Wir haben es schon bei der Koalition eingegangen, das muss man ja mal sagen, weil da oft darüber geredet wird, was ist in dem letzten Jahr passiert. Wäre es nach Rot-Grün gegangen, liebe Freunde, hätten wir 30 Milliarden Steuererhöhungen insgesamt in Deutschland gehabt. Fast jeder hätte mehr Steuern zahlen müssen. Und bei aller gefühlten Schwierigkeit, die wir in der Großen Koalition auch haben, muss man eines schon mal klar machen. Wäre es nach dem gegangen, was SPD und Grüne wollten, meine Damen und Herren, hätten die Deutschen die größte Steuererhöhungsorgie der letzten 50 Jahre gehabt. Und das haben wir verhindert, liebe Freunde. Und wir werden das auch weiter tun, und zwar auch bei Indirekten. Wir haben es heute früh schon diskutiert. Wir werden die Abschaffung der kalten Progression nachhaltig voranbringen. Und wir wollen auch nicht zulassen, dass beim anderen Thema wie der Erbschaftssteuer, liebe Freunde, durch die Hintertür massive Belastungen entstehen. Und zwar gerade für die Unternehmen, nämlich Familienunternehmen, die wir in Bayern im Mittelstand, Ilse, so besonders haben. Und die dafür sorgen, dass sie standorttreu und standortnah, dass sie arbeitnehmertreu und arbeitnehmernah sind. Wenn diese Familienunternehmen, liebe Freunde, jetzt durch die Hintertür massiv belastet werden und es zur Abwanderung oder zur Umwandlung in Kapitalgesellschaften führt, die weltweit irgendwo sitzen, nur nicht in Bayern, dann wäre das ein fatales Signal. Wir müssen uns für den Mittelstand einsetzen, liebe Freunde, der ist für Bayern zentral wichtig. Und nur nebenbei. Unser Bundesfinanzminister, den ich gleich noch loben will, aber an der Stelle sagt, es wird sehr schwer sein, einen Kompromiss mit den Ländern zu finden, die unterschiedlichen Interessen auszugleichen. Wir haben eine Idee, wie wir ihn an der Stelle entlasten können, damit die ganze Kraft sich auf das andere Thema, auf den Euro konzentriert. Bei der Gewerbesteuer ist es selbstverständlich, dass jede Gemeinde darüber entscheiden darf, liebe Freunde, wie hoch sie ist. Da gibt es übrigens einen regionalen, föderalen Wettbewerb schon. Die Erbschaftssteuer ist eine Steuer, die nur den Ländern zufällt. Nur den Ländern. Deswegen finde ich, um es mal ganz ehrlich zu sagen, eine Steuer, die nur Bayern zufällt. Warum entscheiden wir nicht darüber, dass die Bayern dann selber darüber abstimmen dürfen, welche Art von Steuer sie haben wollen, liebe Freunde?
Und eines kann ich nicht verstehen, und das ist halt typisch. Wir diskutieren im Bayerischen Landtag genau darüber, ob wir nicht eine Stärkung haben wollen. Und ich höre von SPD und Grünen nur eines: Nein, nein, da müssen wir an die anderen Bundesländer denken. Nein, nein, da müssen wir erst mal in Berlin bei unseren Parteioberen fragen, ob wir das machen dürfen. Das ist der Unterschied, liebe Freunde. Wir sind für Bayern da und es tun die anderen nicht, liebe Freunde. Das ist der Hauptunterschied unserer Politik. Zweitens der Euro. Das muss man sagen, weil es, glaube ich, die Menschen im Moment fundamental bewegt, was sie jeden Tag in den Medien sehen. Ich selber hatte ja letzten Sonntag die Gelegenheit, in einer kleinen Fernsehsendung mitwirken zu dürfen und anzuhören, was da alles so gesagt wird aus Athen. Eines vorneweg, liebe Freunde. Der Euro ist ein großartiges Projekt. Der Euro ist deswegen so großartig und einzigartig, weil überall anders gibt es Währungen identisch mit den Staatsgrenzen. Beim Euro ist es anders. Damit das dann funktionieren kann, überhaupt eine Chance hat auf Realisierung, braucht es dann Regeln. Nur mit Regeln geht es über Grenzen hinweg, eine einheitliche Struktur zu halten. Und Regeln, liebe Freunde, gelten für alle. Und deswegen ist unsere klare Auffassung beim Euro: Wir sind für Europa, wir sind für den Euro, liebe Freunde, und zwar ohne Wenn und Aber. Aber eines wollen wir nicht. Wir wollen nicht am Ende eine Schuldenunion. Wir wollen nicht, dass man einen Länderfinanzausgleich, der in Deutschland schon nicht funktioniert, auf Europa angewendet wird nach dem Motto: Alle bestellen, einer bezahlt, und das ist Deutschland, liebe Freunde. Das wollen wir nicht. Und es war eine große Leistung, auch unser Bundeskanzler, das muss man mal ausdrücklich sagen, vor 2-3 Jahren, sich diesem Schuldengift zu entziehen, nicht auf Eurobonds zu setzen, wie es auch in Deutschland SPD und Grüne gefordert haben, sondern genau das Gegenteil zu machen. Ein Modell zu entwickeln, das man aus anderen Bereichen des Wirtschaftslebens kennt, lieber Herr Rebertrunk, nämlich: Es gibt Geld und Unterstützung, aber du musst was dafür leisten. Und dieser Grundsatz hat übrigens gewirkt in vielen Ländern Europas, nur in einem Land bislang noch nicht so. Und das ist Griechenland. Übrigens, all diejenigen, die uns jetzt vorwerfen, die CSU sei da nicht international genug, diejenigen, die uns vorwerfen, wir hätten bei Griechenland die verkehrte Sichtweise, will ich nur eines sagen. Bei den Problemen jetzt muss man auch bedenken, dass Griechenland schon beim Eintritt in den Euro die Bedingungen nicht erfüllt hat. Und die einzige Partei, die damals den Mut hatte, das zu sagen, war die CSU, liebe Freunde. Hätte man auf die CSU gehört, hätte man heute diese Probleme nicht gehabt. Und dann sehe ich die Fernsehsendungen und man wird ja da auch konfrontiert. Ich halte es aus, aber man wird konfrontiert damit. Und da wird dann gesagt: Naja, und im Grunde genommen ist ja eigentlich Deutschland schuld. Liebe Freunde, eines wollen wir auch mal festhalten: Griechenland ist an seinen Finanzproblemen selber schuld. Deutschland hat über Gebühr, wie viele Partner in Europa, geholfen. Mittlerweile insgesamt 240 Milliarden Euro wurden an Hilfe gegeben. Und die europäischen Partner sind insgesamt übrigens, wenn man das Thema Griechenland betrifft, ist Deutschland viel gutmütiger. Denn die Diskussion, um die es bei Griechenland geht, ist nicht etwa eine deutsch-griechische, wie sie in den Medien ist, sondern im Endeffekt eine europäische. Denn man muss schon den Ländern wie der Slowakei, den baltischen Ländern, in Portugal und Spanien schon klar machen, dass sie für eine griechische Rettung mitzahlen sollen, obwohl Sozialstandards dort wesentlich niedriger sind, liebe Freunde. Das muss man erst einmal diesen Ländern erklären. Und deswegen, es sollte bei unserem Grundsatz Geld gegen Reform bleiben. Es ist ein wichtiger Etappenpunkt, wird es werden die nächsten Wochen und Monate, für das Zusammenhalten der gesamten Union, aber auch für die Glaubwürdigkeit von uns als CSU bei diesem Thema Stabilität. Ich nehme es übrigens niemand übel, dass er bei der Frage auch ein schlechtes Gewissen hat, schlecht schlafen kann, weil da geht es um viel, viel Geld. Da geht es um Steuergeld und da geht es um die langfristigen Auswirkungen. Ich bin der festen Überzeugung, dass unsere Kanzlerin recht hat mit dem Satz: Scheitert der Euro, scheitert Europa. Die Frage ist nur, was wir als Scheitern des Euro definieren. Griechenland selber hat bislang unzählige Möglichkeiten gehabt und bekommt wieder Möglichkeiten. Diese neue Regierung aus extremer Linkspartei und irgendwelchen rechtspopulistischen, schwierigen Persönlichkeiten. Wie lange die hält, weiß niemand. Das ist auch nicht unsere Entscheidung. Aber Griechenland muss die Zeit nutzen, darf die Zeit nicht verschwenden, mit entweder immer neuen Vorschlägen, die nichts mit den gestellten Hausaufgaben zu tun haben, oder, was ich noch schlimmer finde, liebe Freunde, die Art und Weise, der Stil,
mit dem man mit Deutschland und deutschen Politikern umgeht. Eines sage ich euch schon, die Deutschen helfen gern. Aber wenn man sie ständig auf die Anklagebank setzt und beleidigt, lässt auch dies einmal nach. Wir sind gutmütig, aber nicht naiv, liebe Freunde. So geht es nicht. Insofern werden wir sehen, was die nächsten Tage passiert. Und der Euro scheitert dann, letzter Satz dazu, der Euro scheitert dann, liebe Freunde, nicht etwa, wenn Griechenland sich selber überlegt, nicht mehr im Euro zu sein, sondern schlimmer wäre es, wenn wir das Gegenteil haben. Wir würden diesen sozialistischen Ideen komplett nachgeben. Dann fällt ein Land nach dem anderen in Europa von der Stabilitätskultur weg und beginnt genau mit demselben Schlendrian, der uns doch in diese extreme Schuldenkrise in Europa geführt hat. Dann werden viele Länder sagen, auch mit politischen Umwälzungen, dann wird Tsipras überall sein. Dann wird Varoufakis Standardmodell in der Europäischen Union sein, liebe Freunde. Und das wollen wir nicht. Wir wollen Stabilität statt Unsicherheit. Letzter Punkt. Wir blicken nicht nur nach Deutschland und Europa, wir blicken auch auf unsere bayerische Heimat. Dabei ist im Schnitt gesehen Bayern sensationell. Also man muss das einmal einfach so sagen. Wir lesen ja jeden Tag, was uns alles so beschäftigen soll, Herr Ministerpräsident, welche Probleme es gibt. Und auch heute gemessen im Applausometer, wer bekommt jetzt 2 Sekunden mehr oder weniger. Liebe Freunde, Politik ist viel zu ernst, um es auf solche kleinen Dinge abzuwälzen. Wir nehmen die Aufgabe unseres Landes sehr ernst. Und darum lehnen wir uns nicht einfach zurück und sagen, Bayern ist sensationell in Form, weil wir im Schnitt stark sind. Die Ilse hat es angesprochen. In allen Top-Rankings super. Ja. Wir haben natürlich schon in Bayern auch noch die ein oder andere Herausforderung, die wir annehmen müssen. Und das ist im Wesentlichen die demografische Entwicklung. Wir spüren in Bayern eine erhebliche Attraktivität der Städte. Der Zuzug ist enorm, vor allem in unserer Landeshauptstadt. Aber viele ländliche Räume kämpfen um ihre Zukunft, kämpfen um die Attraktivität. Und darum haben wir mit der Heimatstrategie das erste und einzige Bundesland, das sowas aufgelegt hat, deine Idee des Heimatministeriums, die Umsetzung der Heimatstrategie. In anderen Bundesländern ist die einzige Empfehlung der Politik, wie man mit ländlichen Räumen umgeht und möglichen Problemen, naja, dann zieht es halt in die Stadt. Wir machen das Gegenmodell. Wir sagen, die ländlichen Räume sind die Seele Bayerns und wir werden die ländlichen Räume nicht allein lassen, ganz im Gegenteil. Wir wollen sie stark machen, liebe Freunde, auch für die Zukunft. Das ist die Aufgabe, die wir haben. Und deswegen haben wir in aller Kürze den kommunalen Finanzausgleich nicht nur erhöht, sondern weiterentwickelt, gerade für die extrem strukturschwachen Gemeinden, zum Beispiel in Oberfranken, in Niederbayern, in der Oberpfalz, weil wir da niemanden allein lassen. Wir nehmen Bürgermeister ernst. Wir sagen, wenn es Bürgermeistern und Landräten gut geht, dann hat das Land eine echte Entwicklungsperspektive. Es geht nämlich nicht das Hin- und Herschieben von bayerischer Haushalt toll, Kommunalhaushalt schwierig. Wir sind eine politische Familie in Bayern und wir müssen auch die Kommunalpolitik unterstützen, liebe Freunde. Sie ist ein wichtiger Partner für uns in Bayern. Der Alex hat Breitband angesprochen, völlig zu Recht, auch danke dafür. Das ist schon, liebe Freunde, jetzt eine Frage von Wirtschaftsentwicklung, aber auch von Respekt. Wir haben in den Städten eine hervorragende Versorgung mit schnellem Internet, weil es dort sich wirtschaftlich lohnt. 80%. Je ländlicher, je kleiner die Orte, je strukturschwacher, ja, je verzweigter die Ortsteile, umso schwieriger die Versorgung. Als der Ministerpräsident mir diese Aufgabe an uns gestellt hat, dem Albert, dem Johannes und mir, da etwas zu ändern, da war die Ausgangslage relativ düster, wenn ich das mal sagen darf. Da war der ländliche Raum zum Teil offline. Und wir haben jetzt ein Programm aufgelegt, liebe Freunde, in dem wir nicht nur die Bürokratie halbiert, in dem wir nicht nur Beratung dezentralisiert und regionalisiert haben, statt wie vorhin in München, sondern in dem wir auch Förderbeträge entwickelt haben, dass der ländliche Raum sich das wirklich annehmen kann, eine Stütze, Unterstützungsleistung ist, zum Teil bis zu 90% Zuschuss. Und nur in einem Jahr, nur ein Jahr, haben wir es geschafft, dass über 80% der bayerischen Gemeinden jetzt im Förderverfahren sind. Und ich sage euch eines voraus, wir werden bis 2017, davon gehe ich aus, in Bayern jede Gemeinde am Netz haben, werden es fortsetzen, sodass wir sagen können, Bayern ist überall online und der ländliche Raum ist genauso erschlossen wie die Stadt, liebe Freunde. Das ist eine wichtige Frage. Applaus
Und ein letztes, ich kann mich erinnern, vor der Kommunalwahl hast du genau an dem Platz hier das Thema Behördenverlagerung angesprochen, mit großer Sorge. Um Gottes Willen, wie wird es werden? Wird München entvölkert? Kahlschlag der Verwaltung? Wird es ähnlich wie vorangegangene Verwaltungsreformen nur im Ärger enden? Und ich gebe zu, die gestellte Aufgabe war ambitioniert. Sie schien uns aber machbar. Und wir haben dann letzten Monat, und da danke ich allen Kollegen aus dem Bayerischen Landtag, aber vor allem den Ministern mitgearbeitet, ein Konzept erstellt, liebe Freunde, das tatsächlich Verwaltungsbehörden verlagern lässt, aber nicht einfach nur auf dem Reißbrett und nicht nur sozusagen nach dem Mini-Prinzip, so eine Mickey Maus, die ja neuerdings schön zitiert wird, Mickey-Maus-Lösung, sondern gesagt, wenn wir es machen, dann machen wir es gescheit. Und wenn wir es machen, dann sorgen wir auch dafür, dass ein Netzwerk von Hilfsoptionen entsteht, dass nicht nur ein Landkreis, sondern die ganzen Strukturschwachen dabei bedacht sind. Und dass jetzt, liebe Freunde, auch das muss man mal sagen, das sei ein Dankeschön an unsere Beamtenschaft, wie konstruktiv Personalräte, Verwaltungsbeiräte, alle dort mithelfen an diesem Prozess. Danke auch an München, die sich sofort bereit erklärt haben, mitzuhelfen an der Frage. Und jetzt haben wir nicht nur 1500, sondern haben über 2000 Mitarbeiter, 900 Studenten. Und glaubt mir, liebe Freunde, dies ist eines der größten Infrastrukturprogramme für den ländlichen Raum seit vielen Jahren. Es ist richtig und es macht keiner außer Bayern, liebe Freunde. Und insofern, und das ist der Unterschied, das ist unsere Aufgabe, dabei weiterzuarbeiten. Europa im Blick, Bayern im Auge, um uns voranzustärken. Es ist übrigens der Unterschied, wenn ich das noch sagen darf, zu den anderen Parteien. SPD und Grüne bekommen täglich E-Mails aus Berlin, wie sie sich in Bayern zu verhalten haben. Ich habe noch nie gehört, noch nie, dass beim Länderfinanzausgleich irgendein Sozialdemokrat im Bayerischen Landtag auch nur annähernd eine Kritik an Berlin erwähnt hätte, liebe Freunde. Da wurde immer nur Verständnis geäußert, die Grünen genauso. Also die bekommen ihre E-Mails aus Berlin. Die Freien Wähler versuchen jeden Tag eine E-Mail nach Berlin zu schicken, nur da macht sie keiner auf, liebe Freunde. Da macht sie keiner auf. Und was ist CSU? Wir sitzen an beiden Enden der Leitung, liebe Freunde. Das ist die Kraft. Und das, was wir vorhin erlebt haben, die Darstellung unserer Politik, sicherlich noch durch die Rede unseres Vorsitzenden, das ist das, was uns stark macht. Und darum werbe ich einfach dafür. Wir sind nicht die meisten in Deutschland, aber wir gehören zu den Besten und lasst uns genau das auch zeigen. Herzlichen Dank und alles Gute, liebe Freunde.